Vers 14. Der gleiche Mahavishnu geht in Form seiner individuellen, vollständigen Teile in jedes Universum ein. Diese in jedem Universum gegenwärtigen, göttlichen Teile besitzen seine ganze majestätische Machtfülle, dass sie seine Emanationen sind. Sie sind die ewige universale Seele, Maha Vishnu, mit Tausenden und Abertausenden von Häuptern. Erläuterung: Maha Vishnu, der im spirituellen Ozean der Ursachen ruht, ist eine vollständige Teilemanation Mahashankarshanas, und er ist es auch, der in Form seiner vollständigen Teile persönlich in die materiellen Universen eintritt. Jedes dieser individuellen Teile repräsentiert den zweiten göttlichen Purusha im Ozean der Empfängnis und ist in jeder Hinsicht mit Mahavishnu identisch. Dieser Vishnu wird auch als der im Inneren weilende göttliche Führer aller Seelen bezeichnet.